Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich euch weitere Ideen zeigen, wie man ganz toll Ostereier selber basteln kann. Und zwar seht ihr hier diese zwei Eierchen in Naturtönen und die möchte ich euch vorstellen. Für unser Deko-Ei zu Ostern brauchen wir entweder ein natürliches Ei oder ein Plastikei, das ist euch überlassen. Und für diese Art habe ich erstmal mit Tapetenkleister und einem Blatt aus einem Gesangbuch. Das ist ein altes Gesangbuch. In unserem Bistro gab es neue und da kann man das alte wunderbar verwenden. Das umklebt. Das zeige ich euch nochmal. Wir nehmen einfach Tapetenkleister, den habe ich selber angerührt. Und zwar habe ich da einfach ein Glas aus der Küche genommen, was ich nicht mehr brauchte. Lauwarmes Wasser bis zu dem Rand eingefüllt und dann einen großen Esslöffel ganz billigen Tapetenkleister eingerührt. Dann wartet man 20 Minuten und guckt, wie dick das wird. Und das ist noch ziemlich flüssig und das ist ziemlich gut für diese Technik. Und das hält wirklich monatelang in diesem Schraubglas. So, dann nehmen wir das Ei, entweder wir das natürliche oder jetzt das Plastikei, streichen das gut ein mit Tapetenkleister überall. Dann nehmen wir unser Blatt. Am schönsten ist wirklich jetzt so ein Blatt, wo viele Noten drauf sind. Das wirkt dann am besten. Legen uns das rundherum. So, schön überlappend. Gucken, inwieweit es unten passt. Dann kann man noch ein bisschen abreißen, wenn man meint. Man kann es aber auch übereinander kleben. Dann ist ein bisschen mehr Struktur noch drinnen. Das kann sich jeder selber überlegen, wie er es möchte. Andrücken. So, dass alles zu ist. So. Und dann nehmen wir wieder Tapetenkleister und streichen das richtig gut ein, damit das dann antrocknet. Also das Papier muss richtig durchweichen. Und dann hängt man es auf und lässt es 3, 4 Stunden, vielleicht über Nacht, trocknen. Und dann ziehen sich auch die Falten wirklich ganz an das Objekt dran. Und da kann man gleich mehrere machen, wenn man die Technik beibehalten möchte und verschieden dekorieren. So, das war jetzt das fertige Ei und ihr seht, am besten ist es wirklich mit vielen Noten. So, und das lassen wir trocknen. Ich arbeite gern auf Backpapier, das habe ich euch schon mehrfach erzählt, weil es nicht anhaftet, man kann es immer wieder verwenden. Es ist eine tolle, preiswerte Unterlage. So, jetzt habe ich schon mal eins vorbereitet, ein Ei. Und jetzt zeige ich euch eine neue Deko-Idee dafür. Wir brauchen nur ein Deko-Bändchen. Das seht ihr hier, ich habe mich für Naturtöne entschieden und binden das. Wir nehmen erstmal den Heißkleber und fixieren es auf einer Höhe. Hinten ist nicht so schön, weil da gerade keine Noten waren. Und dann fixiere ich das in der Mitte gerade mal hinten. So, warten einen Moment im unteren Drittel. So, dann noch mal vorne fixiert. Natürlich geht das auch mit Flüssigkleber, muss man dann halt nur ein bisschen warten, bis es angetrocknet ist. So, und jetzt so ein bisschen übereinander. Moment gewartet. So, dann machen wir noch mal oben drüber und gehen dann auch noch mal schräg drüber hin. Können wir dann noch mal fixieren. Setzen wir es erstmal so. Dann habe ich noch eine kleine Feder. Die bringe ich ein. Und dann zum Schluss einfach noch mal ein altes Knöpfchen. Das könnt ihr ruhig von einem Hemd nehmen und oder von der Bluse. Und drückt das dann mit dem Stäbchen fest, weil durch die Löcher kommt jetzt der Heißkleber und das würde wirklich wehtun. Dann schneide ich mir das vielleicht noch ein bisschen zurecht. So, und schon wäre wieder eine Deko-Idee fertig. Und ich denke, das ist wirklich schön natürlich und sieht ganz edel aus. Und das gleiche zeige ich euch jetzt dann nochmal mit dem zweiten Ei.
Und zwar habe ich hier ein Ei, das ist eigentlich ein weißes Plastikei. Man kann aber auch ein natürliches nehmen. Und dann habe ich etwas von dem Tapetenkleister abgefüllt und habe in den Tapetenkleister braune Acrylfarbe eingerührt. So ein kleiner Klecks, also wie man die Farbe möchte, und gut mit dem Pinsel durchgerührt. Es geht sogar mit Wasserfarbe, wenn ihr sonst nicht zu Hause habt, oder Lebensmittelfarbe. Und dann habe ich das eingestrichen. Sicher, man kann auch gleich braune Eier kaufen, aber ich finde halt diesen Mattton sehr, sehr schön. Und den kann man jetzt auch ausdekorieren. Man kann auch noch ein Steckei draus machen. Das habe ich euch ja schon gezeigt, wie es geht. Und dann kann man das noch ausdekorieren mit besonderen Sachen, so wie ich das euch jetzt gerade gezeigt habe. Und das funktioniert auch hier wunderschön. Wir nehmen wieder das Braune. Zum Stecker würde ich es halt andersrum nehmen, dass die schmale Seite oben ist, zum Hängen so herum, wieder hinten ankleben. So. Nochmal ein bisschen fixieren, weil das ein Dreierband ist. Ihr könnt auch eine alte Spitze nehmen, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, dann nehmen wir es vorne. Wer jetzt sagt, ich habe jetzt aber noch braune Eier zu Hause, die möchte ich gern auspusten, der kann die auch braun lassen und kann das so dekorieren. So, das Deko-Element mache ich runter. So. Und dann können wir vielleicht noch mal ein grünes Federchen nehmen, dass ein bisschen Farbe noch mal reinkommt. Das Grün ist so schön frisch. So, und dann vielleicht auch noch mal ein Knöpfchen. Und wieder ist eine Idee fertig. Und dann würde ich euch noch eine Aufhängevorrichtung zeigen. Wenn man jetzt ein ausgepustetes Ei hat, ist es meistens hier oben ein etwas größeres Loch. Früher haben wir das so gemacht, wir haben einfach ein Streichholz genommen, ein Stückchen abgebrochen, einen Faden dran gebunden und das Streichholz in das Loch gesteckt und ein bisschen gedreht und schon hing es. Ich finde aber ganz schön, wenn man ein Knöpfchen nimmt, was man vielleicht hat, man kann es vom Hemd abschneiden oder in der Bluse, fädelt sich ein Faden auf, einfach ein Baumwollfaden, was man so zu Hause hat. Den kann man ja dann auch auf die Länge machen, die man braucht. So, verknotet den oben. So, dann nimmt man das Knöpfchen, macht oben einen Heißkleber drauf. Gerade das verdeckt dann immer so schön in die Löcher, wenn die ein bisschen ausgerissen sind. Dann geht man hier drauf, wieder einen Schaschlikspieß nehmen, sonst verbrennt man sich die Finger. So, und schon hat man eine schöne Aufhängung. Und wie gesagt, ich finde es so ordentlicher und schöner, und so ein Knöpfchen hat man meistens zu Hause. Und das war wieder eine Idee von mir und ich hoffe, es hat gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!